Ja, Leute, heute haben wir was ganz Besonderes und zwar ein Opening, um genau zu sein, Battle of Legend Revenge. Und auf dieses Set freue ich mich wirklich. Wie immer, kleine Erwähnung, ich kenne nicht alle Karten aus dem Set, ihr wahrscheinlich dann schon, wenn ihr das Video seht. Von daher bin ich sehr überrascht, was das Ganze hier bringen wird. Ich weiß zumindest ein paar Karten darunter, sehr gute Support-Karten, aber da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir machen das Ganze hier auf, wenn wir das dann ganz genau auch aufkriegen. Oh, gar nicht so leid. Okay, das ist jetzt mein hier. Komm, nicht lang genug Fingernägel. Ich krieg's nicht auf. Warte, ich hol mir eine Schere. So ein Ding ist das. Ach komm jetzt hier. Ja, fängt ja super an. Also, erste Herausforderung, die man immer meistern sollte, ist unglaublich gerade, beim Öffnen ist, dass man das aufkriegen sollte. Ach, Schere hat's gedacht. So. Vielleicht doch die Schere nehmen nächstes Mal. Und wie machen wir es jetzt hier auf? Erstmal ein riesen Dank an Konami, dass das Ganze hier wieder früher öffnen darf. Und jetzt wollen wir doch mal sehen. Da-da-da-da. Wir haben 24 Booster à 5 Karten. Da bin ich gespannt. Normalerweise Battle of Legend, ja, ein sehr, sehr beliebtes Set. Also, was Karten drin sind. Denn hier sind oft immer alte Karten, also bekannte Karten, aber auch neue Karten. Und hier das diesmal wieder auch. Von daher wollen wir das Ganze mal sehen, wie es jetzt hier aussieht. Wir öffnen einmal das erste Pack. Und gehen dann wie immer Stück für Stück auf die Karten ein. Und heute habe ich es irgendwie, ne? Also so öffnen ist irgendwie gar nicht so leicht. Und wir fangen an natürlich mit Infernoid. Denn ja, Infernoid bekommt ebenfalls neue Karten hier drin. Und ja, passt natürlich, dass hier dann hier auch eben die alten drin sind. Nicht nur die neuen, auch die alten. Perfekt. Das passt doch schon mal sehr gut. Dann haben wir, oh, Sprite ist hier drin. Sprite ist auch hier drin. Warum nicht? Ja gut. Oh, Barox, Fiend, Stufe 4. Ja, den können wir doch auch hier reinpacken. Gefällt mir. Also auch hier neu drin. Sehr, sehr gut. Dann haben wir Dao Genix. Ja, macht natürlich Sinn, dass die Genix hier auch drin sind. Denn wir haben auch da neuen Support. Und Ritual Beast. Ja, da haben wir das neue Link 4er. Ja, Ritual Beast ist hier ebenfalls drin mit neuen Karten. Und da freuen uns alle. Sehr altes Thema. Und von daher nehmen wir das natürlich gerne hier mit. Dann haben wir, Level Up. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob man die schon kannte oder ob die neu jetzt im, keine Ahnung. Tag 1 Exceed Monster you control, banish 2 Matrix from it. And if you do, special summon 1 Exceed Monster from your extra deck, who's rank 1 or higher. Ah, eine Rank-Up. Ja, gut. Na, der Klassiker auf jeden Fall. Hier dann jetzt in diesem Fall. Dann haben wir Toy Tank. Artwork ist ja mal 10 von 10. Dann haben wir Elektroblaster. Okay, und Toybox. Ich glaube, sie sind neu. Die sind alle neu. Uiuiuiui, warte mal. Müssen wir eigentlich nochmal lesen, ne? Wir können jetzt hier nicht die einfach so weiter skippen. You can set this card from your hand. Ach doch, die kenne ich. Also die Mechanik kenne ich. Das sind die Toys. Die könnte ich immer setzen, auch als Zauber- und Feinkarten. Sehr nice, das sind hier drin. Und, boah, ist das hübsch. Ist es hübsch. Es glitzert. Ich liebe es, wenn es so glitzert. Warrior Fusion Monster. Ein One-Star mit 2500 mehr TK und ein Face-Down Defense Monster bis 2500 Less Death. Oh, das sieht doch nach Super Poli aus. You can only special summon once per turn. Okay, Problem. You tribute one attack position Monster and one Face-Down Monster. Special summon this card from your grave. Okay. Also noch wiederholbar vom Friedhof. Nehmen wir mit. This card gain the following effect of base position. Okay. Attacke, krieg ATK in Höhe der Original-ATK des Monster mit der höchsten ATK. Der Gegner kontrolliert, okay. Und Verteidigung kann ich zerstören durch Karteneffekte. Okay, das ist ja super. Ja gut, Face Down, ne, ist natürlich etwas, was jetzt nicht immer da ist. Aber ich sag mal, also ich dachte jetzt gerade, so, dass nur zwei Monster des Gegners nimmt. Das leider nicht, aber halt eben zwei von uns gehen natürlich. Dann haben wir hier Infernoid wieder. Wie gesagt, das ist so traurig. Von Outlook her. Bitte guck doch auf, ist da passiert? Die Könige sind gefallen. Beast Buddies. Change all monsters that were not normal or special summoned this turn to defense position. Aha, for the rest of the turn, a player who controls a defense monster cannot declare attack when monster that were normal or special summoned this turn. Okay, interessante Karte. Oh, auch hier sind drin und Lifehack. Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Jeden Damage, any damage your opponent takes this turn is half. Okay, Widerstand ist halbiert.
Tempi Dragon interessiert das nicht. also, that monster attack becomes equal to your opponent's current life points until of this turn. Okay, das kann natürlich krass werden. Einfach mal ein Monster extrem starken. Während deiner Main Phase, du kannst die Karte von Friedhof verbannen, dann wähle ein Monster auf dem Spielfeld. Jeden Schaden, den der Gegner würde, ist halbiert. Außerdem, das Monster ATK bekommt die gleiche zu deinen aktuellen Lebenspunkten bis Ende des Zuges. Okay, das ist ja wirklich hier Lebenspunkte zu Lebenspunkte und Infinite. Infinite. Nehmen wir noch mit. Nehmen wir mit. Hübsch. Also Secret Rare. Also, ich habe das Gefühl, es ist so ähnlich immer wie die Speedo Secret Rare. Und ich liebe die Speedo Secret Rare. Von daher, sehr schön. Dann haben wir Infinite. Ja, hier kommen. Wir nehmen hier einfach alle mit. Alle. Und, Ice Barrier. So, Ice Barrier bekommt ebenfalls neues Wort. Erstmal, erste Trap, die quasi super ist. Und zweitens. Ice Barrier ist ziemlich guter Support. Wirklich guter Support. Gehe ich aber noch darauf ein, wenn wir das Monster ziehen, dann haben wir es mit dem Monster zu tun. Dann haben wir... Oh, wie? Es gibt neue Gen-X? Ja, warte, es gibt neue... Warte. Doch, es gibt neue. Ja, gibt es. Aber, Doch, die war bekannt. Genau, die war bekannt. Ja, Leute, ich komme da manchmal auch durcheinander, ne? Einmal pro Spielzug kannst du ein Gedächtnismonster von Grave verbannen. Diese kriegt den Attribut. Und, wenn es gebanished, warte. Then, if you banish a Tuner to activate this card effect, you can target this as Tuner. Oh, das ist gut. Er wird auch als Tuner gewählt. Sehr, sehr, sehr gut. Und, wenn ich ein Gedächtnis-Synchro-Monster kontrolliere, du kannst zwei Gedächtnismonster in Grave mit dieser Karte und sie der Hand hinzufügen. Okay, ich merke Gen-X auf jeden Fall. Oh, die neuen Ritual. Und Branded Fusion ist hier drin. Ja, das kommt halt unerwartet. Branded Fusion in Secret Rare. Hübsch. Hübsch. Das ist natürlich nice. Dann natürlich hier, ja, die alten Gen-X, die müssen ja drin sein. Aber oh, das finde ich gut. Ich finde es wirklich gut, dass diese alten Fusionsmonster hier jetzt drin sind, weil, ne, die Leute, ihr kennt es alle, Instant Fusion oder so. Nehmen wir natürlich mit. Diviner ist hier auch drin. Spirit ist hier drin. Und Jasmine. Jasmin ist hier auch drin. Ich habe es gesagt, Leute, neue und alte Karten. So nämlich. Oh, weiter geht's hier. Was haben wir denn hier? Infinite weiter. Infinite. Hafenauer ist hier ebenfalls drin. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier drin ist. Dann, ja, die neue Spell von Eben Infinite. Hübsch, 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 hübsch. Scrap ist hier drin. Was ist denn hier alles drin? Und, das Dragon ist hier drin. Ist hier Quem drin? Ist hier Quem drin? Das wäre natürlich super. Aber mal gucken. Wollen wir mal sehen. Ne? Erstmal weiter geht's hier. Earthbound bekommt hier ebenfalls. Machen wir jetzt mal so, ey, ich habe keinen Bock. Ebenfalls hier, was ist das? You can tell one fish monster you control, it's tailed as a tuner. Ah, Fischkarten. Ebenfalls hier drin. Ja, ne? Ice Barrier ist hier drin, habe ich gesagt. Und hier sind auch die alten Ice Barrier drin, nicht nur die neuen. Infinite genau das gleiche. Und Red Lotus King Flame Crime, was kann der denn? Du in your main phase, if you control a Fiend Tuner, okay. Or your opponent's control a special summon monster quick effect. You can special summon this card from your hand. Okay, erstmal einfach spezial schon. Sehr gut. You can special summon this card from your hand. If this card is special summoned, you can inflict 400 damage to your opponents. Okay, for each fire monster you control with different names. Okay, erstmal ein bisschen Schaden. If this card is sent to the grave as a synchro material, you can send one normal trap from your deck to your grave. Oh, du kannst damit normal Traps senden. Oh gut, das kann ja auch interessant werden. Allgemein so Karten, wo man generell Zauber- und Fallenkarten in den Friedhof legen kann, ist sehr, sehr nice. Und dann haben wir Branded Restribution. Genau, es ist Butchen, seht ihr doch. Ebenfalls hier drin, ich hätte nie gerechnet, dass hier allgemein markierte Karten sind. Die Toy, ja, sind wieder drin. Sprite Jet, auch nice. Und Synchro Greed. If a Synchro Monster on the field, draw one card. Then if three or more Synchro Monster are on the field, you can draw one more card. Einfach für Synchro, zieh zwei Karten. Natürlich müsst ihr dafür zwei kontrollieren, aber super gute Karte. Weiter geht's. Ah, Spirit Beast. Wie gesagt, Lifehack kennen wir jetzt inzwischen schon. Oh, was ist das denn? Mirror Match. If cards, genau. If this card is in your hand, you can reveal three cards with different names from your hand and or deck. Match the name of three different cards in your opponent's grave. Okay. Sehr interessant, arbeitet also indirekt mit dem Friedhof des Gegners zusammen. Okay, und was kannst du da, wenn du das vorgezeigt hast? And if you do, special summon this card. Okay, einfach diese Karte spezial schön. Okay. When your opponents activate the card or effect, quick effect, you can send this card summoned
by durch ihren eigenen Effekt. Send one card with the same name as your opponent's card from your deck to or extra deck to the grave. And if you do negate activation. Oh, kompliziert. Das ist ja wie Auslöschungsinformant. So ähnlich, sag ich mal. So ähnlich wie Auslöschungsinformant. Interessante Karte. Earthbound und Shining Star Dragon. Der sieht hübsch aus. Der sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen, an dieser Stelle. Und ich wusste nicht, dass sie hier drin ist, aber ich wusste, dass es sie gibt. Das ist doch schon mal ein Anfang, würde ich sagen. So, wir sind bei der Hälfte. Ungefähr. So. Oh, White Circle Rift. Fisch bekommt hier aber auch ordentlich Karten. Der Dog ist auch hier drin. Sprite Blue! Let's go! Sprite Blue ist ebenfalls hier drin. Und Ender von Anubis. Passt natürlich sehr gut, weil man die auch zum Beispiel in Sprite gespielt hat. Also wir sehen also, ja, ganz viele bekannte Karten. Ganz viele bekannte Karten sind hier drin. Dann haben wir hier ebenfalls, das ist nicht die neue. Das ist auch eine ältere. Es gibt eine neue. Es gibt auch einen neuen Namen. Dann haben wir Void. Electrobeast. Was ist denn hier los? Warum kenne ich die denn alle nicht? Thunder. If this card normal summon, you can add one electric. Okay. Ach krass. Es gibt noch anderes. So eine Art Thema. If this card normal summon, you can add eben ein Electrobeast. Okay. From your deck or grave to your hand. Dann sofort nach dem Effekt resolved wird, Normalbeschwörer, ein Level 4, Donnermonster oder niedriger. Okay, wahrscheinlich sucht er einen Donner, ne? Ist ja irgendwie logisch. Ah, da ist glatt mein Licht ausgegangen. Da muss ich jetzt nochmal hier im Licht eben wieder einschalten. So, weiter geht's. Also, du kannst für den Rest des Spiels zu keinem Monster mehr spezial beschwören, außer Licht-Exceed-Monster, sehr speziell. You can tag one other Thunder Dragon Monster you control that has a level. This card becomes the level of the monster bis zum Ende des Spielzuges. Okay, interessant. Da bin ich interessant, was wir hier mit Donner hier noch vor uns haben. Donner auf jeden Fall haben wir natürlich Sprite vor uns. Und Triple Gate. Hier ist echt alles drin, ne? Also, man muss ja sagen, jetzt fehlt wirklich nur noch die Hexer. Dann haben wir alles. Oh, nee, das ist nicht die. Doch, ist es doch, ne? Genau. Das ist die, ja, quasi Wiedergeburt fürs Deck. Also damit kannst du eben ein Monster von, kannst du eben ein Monster von Friedhof Spezial stellen. Das ist ziemlich gut. Wenn wir jetzt noch gleich das neue Level 2 Monster haben, dann können wir damit nämlich Totally Awesome machen, was ziemlich gut ist. Gen X Controller muss natürlich auch hier drin sein. Dann weiterer Toy, dann Infinoid hier auch drin. Ich glaube, hier sind alle drin. Und Ritual Beast, die neue Spell is in the house. Ist halt die Frage. Ich glaube, es sind alle Infinoids. Doch, bestimmt. Oh, da ist der nächste. Nehmen wir mit. Dann haben wir sie. Die können wir jetzt ja auch. Scrap Goblin. Gen X Power. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, auch. Winkuripo ist ja auch drin. Wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich es. Und ihr wisst es natürlich auch. Krass. Okay, jetzt kommen. Warte, was? Ich will Gigantic eigentlich noch. So, Sprite Gigantic. Die ist echt interessant, muss ich wirklich sagen. Der neue Gen X. Oh, Ritual Beast. Ulti. Der Falcon. Auch hier drin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hafenauer. Und was ist das? Also, ist eine Karte hauptsächlich. Aber was kann sie denn? If a face-up monster you control is destroyed by battle or card effect. Okay, das ist relativ leicht. You can kriegst Lebenspunkte in Höhe der kombinierten Originalattacker. Okay, das ist jetzt erstmal simpel. If a monster is special summoned face-up from your grave, except during the 7th step, you can target one of them. It gains 1000 Attack. Okay, erstmal ATK-Boost, aber bis jetzt ist nur ATK und Lebenspunkte. Mal gucken. Weiter geht's nämlich. You can target one of them. Genau, das ist die ATK. Is this, if a spell or trap is discarded from your hand or your, to your graveyard, you can target one of them, add them to your hand. Oh, die Synergie. Wir haben doch eben die Karte gesagt. Warte, von der Hand, warte, von der, genau, von der Hand. Ah, von der Hand, schade. Okay, also wenn wir eine Zauberkarte abwerfen, dann kommt sie halt in unsere Hand. Interessant. Kannte ich auch noch nicht. Also hier sind einige Karten, die ich hier wirklich noch nicht kannte. Was bist du denn? You can root all face-up division. You control special summon up to twice that many tokens. Okay, ja. Each time one is destroyed, your opponents take 500 damage. Okay, das ist erstmal Token-Generation, das ist ja ganz nett. If this card banish, you can target any number of tokens, you can destroy them. Okay, interessant. Kid ist ja auch drin. Golden Sword auch drin. Und Infinite Vanishment. Natürlich auch. Ich glaube, wir haben es jetzt. Also, hier sind alle Infinites drin. Das ist natürlich cool.
Das ist sehr cool. Hier haben wir eine weitere Rank-Up-Spell. Dann haben wir die Hexe, dann haben wir Infernoid. Dann haben wir, Branded Sword auch hier drin. Und Branded Fusion. Haben einfach zwei gezogen. Oh, Playset, incoming. Ich weiß es natürlich nicht. Weiter geht's. Oh, nochmal die Fusionskarte, die nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir, warte. Das sind die Sky, die Sky-Striker-Karten sind ja auch drin. Okay, das ist natürlich interessant. Das ist interessant. Dann Void Breach und, ist die schön. Ist die schön. Echt starke Karte. Also dieses Fusionieren aus dem Deck. Ey Leute, das ist wirklich so unglaublich stark. Also man kann einfach so viel fusionieren dann. Gute Karte. Fusionieren vom Deck, immer gut. Red. Ice Barrier. Oh, Imp. Imp ist hier auch drin. Okay. Dann haben wir für Fisch wieder. Und Ritual Beast Support. Nice. Oh, Ritual Beast, ich weiß noch, ey, die guten alten Zeiten. Ey, ich habe da Waschbär damals gespielt. Und jetzt weiß ich, wie Waschbär? Ja, genau, das kommt mal spielen. Was ist das denn? Ah, das ist eine Anlehnung an, hier, die Mythe, wie heißt sie? Die Stadtmusikanten, ne? Das sind die Stadtmusikanten. Haha, einfach die Stadtmusikanten als Karte. Feuer ich! Sprite Gamma Burst, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da habe ich schon zwei gemacht. Oh, Elektro Beast, der andere! Oder ist es der andere? Oder gibt es noch einen? Egal, wenn diese Karte neu beschworen wird, mach dieses zu Level 4. Okay, dann adde ein Spirit Converter from your deck to your grave to your hand. Okay, der sucht sich eine Spell anscheinend. Interessant. You can attack one other card you control. Send diese Karte. Sende beide auf den Friedhof. Und falls du dies tust, ziehe eine Karte. You can attack one other card you control. Okay, man zieht aber dann beide und. Boah! Das ist der neue. Der neue Gen X Zero. Unglaublich starker Effekt, denn sie erlaubt uns einfach, wenn der Gegner, ein Monster-Effekt aktiviert, können wir das Monster annullieren und zerstören, aber nur, wenn wir was banishen können, was noch nicht verbannt ist von uns. Kompliziert, aber wir können die auch wieder reinmischen und dann dürfen wir auch eine Karte zerstören. Sehr gute Karte natürlich, also auch starke Karte. Ja, die guten Karten sind natürlich... Sehr gut. So, nochmal Gen-X. Dann nehmen wir natürlich mit Gamma Burst. Nehmen wir auch mit. Den nehmen wir auch mit. Und nochmal Electro Blaster und Infernoid. Nochmal. Sehr hübsch. So, wir haben noch gar nicht mehr so viel. Wir haben noch 4 Packs. Oh, gucken, was wir hier alles noch so stehen. Oh, Infernoid. Ah, wir haben noch nicht den anderen großen. Nein. Branded Lost. Okay, hier ist auch gefühlt alles von Branded drin. Dann Ritual Beast natürlich nochmal. Dann Sky Striker. Und der Kuribo ist hier am Start. Alter, ich glaube, kriegen wir noch. Ich würde gerne. Warte, was will ich noch ziehen? Ja, komm, noch ein Infernoid, oder? Wir haben jetzt fast alles. Oh, Lobellion! Auch hier drin! Hübsch! Ice Barrier. Exodia! Ex. Krass, die ist hier auch nochmal drin. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Stimmt natürlich. Macht natürlich auch sogar Sinn, denn in der nächsten Hauptzeit bekommen wir natürlich Exodia neue Karten. Dementsprechend jetzt hier Exodia Karten drin zu haben, ist nicht verkehrt, würde ich sagen. Gen-X Bird, die Toybox nochmal. Dann Void und ja, die andere Fusion. Guck mal, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie so nebeneinander hier. Fusionspower. Also das ist wirklich Fusionspower. Und letztes Pack. Ich würde gerne eigentlich noch... Ja, wir werden sehen. Ah doch, ich will jetzt Ice Barrier, den neuen Level 2. Ich will den haben. Kommt. Komm bitte. Bitte, bitte. Beast. Cast. Wenn Cram hier drin ist, 10 von 10. Also das ist super groß. Ritual Beast Hawk und, Proxy F-Medition. Alter, ey, das ist schon hier Highlights für mich auf jeden Fall. Oh, sehr schön. Ja, leider nicht den Level 2er gezogen. Aber man kann ja nicht alles haben, wenn man jetzt hier mal anguckt. Hier so durchgeht, hier ist da richtig viel drin. Ne? Wir haben ganz viel für Branded, also wir haben hier halt die Fusionsmonster, sogar die Spells haben wir. Infernoid auch ganz viel. Natürlich Sprites hier auch drin, was überraschend. Dann dieses Elektro-Thema, ist auch interessant. Ritual Beast, Ip, ganz sehr überraschend auf jeden Fall. Branded, ist hübsch auf jeden Fall. Dann Ice Barrier natürlich, die ganzen Ice Barrier-Karten sind jemals drin. Half an Hour auch drin. Wing Kuribo, dann Scrap Goblin, warum nicht? Dann auch interessante Karte, definitiv. Die Ritual Beast, wie gesagt, haben wir schon gesagt. Die Toys sind ja auch drin, super nice. Und dann Anubis, passt auch. Shining Star, Star fand ich interessant, dass die hier drin ist. Aber wir haben wirklich leider nicht den gezogen, den ich haben wollte. Ja, das ist Level 1 und ist auch nicht den wir haben wollten. Schade. Ah, Jasmin ist ja auch noch drin, stimmt. Jasmin
Ja, wir haben euch den Level 2 nicht gezogen. Naja, man kann ja nicht immer das ziehen, was man möchte, aber schade. Auf jeden Fall, was ich, wie gesagt, erzählen wollte. Man kann Swap Frog spielen, dann eben das Monster abdiscarden, also das neue, ne, was ich jetzt nicht habe leider. Sie sagt aber auch Folgendes: Wenn sie in den Friedhof gelegt wird, dann dürfen wir uns halt eine Ice Barrier Karte holen. Holen wir uns die wieder, dann können wir mit sie plus eben den Ice Barrier Monster selber, was Level 2 ist, mit dem Swap Frog zusammen natürlich in eine Totally Awesome gehen. Super gute Kombination auf jeden Fall. Also ist nicht schlecht. Und dann, ja, diese zwei Karten, drei Karten, aber diese zwei Karten, super nice. Gefällt mir super. Wie gesagt, Battle of Legends hat uns nicht enttäuscht. Ist genau das, was es immer ist. Gute neue Karten, gute alte Karten. Haben wir beides drin. Freut mich sehr. So, Leute, das war's jetzt aber von mir. Das bedeutet also, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.